Hallo, willkommen zu meinem Mädchen 2 Let's Play Part 4. Im letzten Part haben wir uns die Attacken geholt. Wie gesagt, wir wollen uns ja hier Metallo-Krieger machen. Das haben wir auch gemacht. So. Zack. Wir waren, glaube ich, dabei zu leveln. Ich habe nicht drauf geachtet. So. Wir haben gerade keine MP und keine Tränke mehr. Wir haben gerade den Level 10er. Also könnte schwer werden. Wie gesagt, wir sind tot. Niemand sieht. Ja, in diesem Paar, was wollen wir hier machen? Erstmal wäre es praktisch, uns rumzulaufen, Tränke aufzusammeln, Jansen zu sammeln, Tränke zu kaufen und so weiter und so fort. Ja, wir sind in einer Gilde, da sind echt viele drin. Aber keiner ist online, der dass wir fragen können, ob wir Tränke kriegen. Das ist da. So. Wie gesagt, den Ton habe ich ein bisschen an. Habe ich eigentlich immer. Hier ist unser schöner Speer und das Schwert. Das ist Angriffsgeschwindigkeit 22, das hier 28. Also, das ist echt ein guter Speer geworden. Ja. Ja. Entschuldigung, wie ich dachte, ich mache so viel jeden Morgen Let's Play, weil mir langweilig ist. Ich habe jetzt heute noch frei, morgen ist Mulliert zur Schule, morgen ist Mittwoch, wir hatten Montag und Dienstag frei. Ja. Gut. Es ist morgen, wir sind schon hier ein paar Shops auf, nicht viele, aber es werden minütlich mehr oder stündlich, keine Ahnung, mir egal. Gut. Ja, wir wollten in die Stadt, weil ich keine Ahnung mehr habe, warum. Wir wollten, glaube ich, Tränke. Wir können uns keinen leisten. Wir verkaufen uns wieder für 0 Yang. Das wollen wir auch nicht. Wir brauchen es noch. Also gehen wir uns ein bisschen weiter leveln. Oder hat jemand rote Pots? Ich muss 15 Minute scheinen. Also dann stellen wir uns mal kurz in die Mitte, mach Pause, komm mit meinem zweiten Shirt an und gib ihm mal ein paar Tränke, ein paar blaue, ein paar rote. Und dann geht's auch gleich weiter. Also, bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Ich habe von meinem anderen Charakter kurz eine Mönchblockenpanzer plus 3 rübergezogen, weil ich den nicht mehr brauchte. So, ein bisschen stärker, hat vielleicht kein Boni, aber. Und ich habe uns Tränke gegeben. Ohne Tränke geht es immer schwerer und schwerer. So, jetzt halten wir länger durch. Ich hoffe, es hat nicht gestört, dass ich eine Rüstung rübergezogen habe. Ja. Uff, ich wollte gerade ein OTM. Ich weiß, mein anderer Char ist hier schon Level 32, beinahe 33 und er kann schon OTM leveln, aber unser Char hier noch nicht. Also gehen wir weiter. Ja, weiter geht's. Zack. So. Und so. Und so. Zack. Juhu, Bambuschuhe. So. Unsere ersten Schuhe, die wir gefunden haben, können wir schon einsetzen. Nein, es hat Level 9. Oh, der erste blaue Trank, den wir gefunden haben. So, wir könnten ja mal weiter da. Keiler sind stärker. Okay, machen wir auch mehr. Wir machen auch schon einigermaßen Damage. Also können wir es auch schaffen, die umzunocken. So. Probieren nicht mal studieren. Ja, wir machen ihn ohne Probleme halt kalt. So.
tot. Und alle Eisenfächer kann man verkaufen. Man kann eigentlich alle verkaufen, was ein Niedelblagefessel ist. Den Bogen, den Mönchi, den können wir echt gut plus 6 oder 9 machen. Wenn er dann nicht kaputt gegangen ist, dann kann man ihn gut verkaufen, weil er einen guten Boni hat. Oder falls er einen Boni hat. So. Yay, Kugel voll. So, ich weiß nicht, ob wir diesen Part noch alles schaffen, aber hoffentlich noch ein bisschen. So, zack. So. Zack. Und nochmal. Zack. So, also einmal. Zack. Einmal umnocken. Bitte kann das schwer auf Gruppe. Problem sein. Jetzt Level, oh, Level 13, ne? Aber auf die haben wir nicht geachtet. Nächstes Level machen wir erstmal die nächste Attacke, weil die echt nützlich ist. Und, oh, ungelockt. Oh, ein Bogen plus 1 ist der Level 0er Bogen, wie viel ich weiß. Ja. So, wir haben es damit geschafft. Wir haben wieder 500 Yang. So. Die roten Keiler können wir auch umlocken. Mal gucken. Können wir mal ausprobieren. Sterben macht ja nichts. Aber erstmal. So. Los, wo sind die roten Keiler? Chacho. Chacho. Ja, die machen halt echt, die machen eine Gutkeit eigentlich. So, schön viel XP kriegen wir von denen noch. So, ja, schön viel XP. Mehr als von den anderen Mobs. So, die Bären machen wir glaube ich noch nicht kalt. Das wäre echt ein Wunder. Nur die Keiler nicht, aber Grauwolf. Ja. Irgendwie mit 13. Weg. Muchacho. Ah, schon wieder. Oh, die sind gar nicht so stark, machen halt viel Damage, aber halt. Den könnten wir eigentlich auch eine Bärengruppe schon lang alleine kalt machen. Ja. Und tja. Ich weiß nicht, wie viele Level. Ich hab noch dieses Level und dann noch vielleicht ein halbes oder so. Oh, ein weißes Tier. Die sind auch sehr aggressiv, die Jurisan oder wie die Kacke heißt. Ich muss hier aber runterkommen. Ohne dass die Mädchen mich sehen da. Grizzlybär. Ja, der 15er schaffen wir ohne Probleme. Wir sind wohl stark genug, um ein paar Freaks zu knocken. Und die haben mehr Verteidigung, aber machen auch ein bisschen mehr Damage. Wir sind auch nicht so gut, weil ich uns die Rüstung gegeben habe. Oh nö, da greift die an. Oh, das nimmt mich. Oh, wir sind gleich weg. Wow. Wir haben noch nicht einen Grizzly besiegt. Ich finde echt diese Attacke echt lieb, aber noch nicht erlernt, kann man auch nicht einsetzen. Lass mich doch nur einmal ganz kurz in Ruhe. Ich muss auch nur. Ich glaube nicht, dass wir die schaffen. Wir machen echt viel Damage. Ja, verdammt, wir sind tot. Aber die haben echt viel Damage gemacht. Das hat mich jetzt ein bisschen aufgeregt. So. Schalalalalalalalala. Ja, ich ja kein Körperkrieger. Er kein Körperkrieger. Was hätte ich denn auch angehauen? Wäre cool, wenn wir so beide Attacken zusammenmischen könnten. So. Meine Körperattacken sind echt gut, die mag ich. Sind angenehm. So. Komm schon, geh tot. Oh, ein Keilerzahn. No. So. Hätte man bloß so viel Glück mit anderen Schafs. Ich muss gerade bei meinem hohen Charakter ein Quest machen. Oder Willenquest machen, nämlich Tombola, so wie er es mitmachen kann. Er kann nämlich legendäre Reittiere gewinnen und darauf habe ich Lust. Mehr wohl nicht.
Squad. Also wollte ich ihn eigentlich. Ich hasse euch. Ihre nerven mich also kusch. Bärsnulle. Oh mein Gott. Ist ja eine ganze PvP-Maschine. PvM. Oh, One Hit, ich glaube der Crew-Wolf war ein bisschen viele dann wohl. Ein weiter Level ab, aber wir können hier dann nochmal angreifen. Den trinken wir wohl mit. Ich glaube Kampfrosch war auch aus. Kampfrosch macht mehr Verteidigung. Aber den Bär haben wir wieder. Chacho. Bam. Oh, umgemacht. Ja, Level up. Wie schön ist die Zeit beim Leveln. So, Kriegsbogen kann man alles richtig schön verkaufen. Jans kriegen mache ich alles. Na gut, nicht alles, aber. Wir können gleich das erste abmachen. Und das ist natürlich erstmal diese Attacke da unten. Das erste, was wir machen, ist. Diese Attacke, die ist mir jetzt endlich, können wir sie einsetzen. Denn es ist eine praktische Attacke, muss ich zugeben. Oh, nur ein Grizzly und Grauwolf für den Körper geschlagen. Wie man sieht, so, habe ich jetzt eingesetzt. Die ergreift die von fern an. Und die betäubt und Chacho. Die ist eine echt nützliche Attacke, wie ich finde. So. Oh, starker Körper. Und starker Körper will ich nicht kämpfen. Würden wir auch wieder abscheißen. Chacho. Oh, da will ich sterben. Das finde ich nicht nett. Sei betäubt. Oh, werde ich nicht. Sterben wirst du sowieso. Ich will nicht mehr. Ich bin zu stark für dich. Oh, Chacho. Oh, Chacho. Oh, Chacho. So, und er ist down. Oh, verdammt, und er ist down. Och, geh doch down. Da, down. Bam. Das wäre jetzt schön. Kampfrohr ist nicht mehr. Ach, Kampfrohr. Ah, bestimmt fehlgeschlagen. Na, egal. Sind ja nur die hier. Und die Keiler, die können ja nicht sehr viel. So. Und verliert das Leben. Ein Keilerzahn, was haben wir schon gerade hingenommen? Mit einem Bogen, ein Kriegsbogen, Keilerzähne, alles kann nützlich sein. Grizzlies machen wir noch nicht an. Nee. Ich glaube, so 15 könnten wir mal nach Bakra rennen. Oder laufen oder teleportiert werden. Mal gucken. Hauptsache erstmal Bakra. Bakra ist eigentlich ganz gut für unser Level. Aber 15 wäre jetzt gut. Ich hasse mich. Bam! Seid betäubt! Und der Jan. Geht weg! Ja. Oh, geht weg! Ich mag euch nicht. Sterben wollen wir auch nicht. Und wir verabschieden uns noch nicht. Ba. Weil ein Tier geben einigermaßen schneller die Flucht auf als andere. Der Chichuang oder wie das Ding heißt, der Lian. Der ist 24. Ja, du da. Haben der Rest jedenfalls schon mal aufgegeben? Ja, außer er. Und einen mache ich hoffentlich noch kalt. Er hat aufgegeben. Sweet, ich wollte gerade gegen dich kämpfen. Die Gruppe. Und die Gruppe. Machen wir auch Watch. Die sind alle weg. Ist auch weg. Ist doch schön. Leveln ohne gestürzt zu werden. Ja, das wäre dann auch schon wieder knapp Part 3 fertig gewesen. Oh, falscher Knopf, aber auch egal. Ach, ich mach auch noch so kalt. Oh fuck, das sind die Level 13er. Oh fuck, ich hab gedacht, das sind normale Wölfe. Ich hab mich drauf geachtet. Oh. Nein, das schaffe ich. Noch! Bam. Bum. Dann Kampfrausch haben wir gewonnen.
auch diese Schlacht werdet ihr nicht mehr gewinnen. Und Chacho. Oh, die Zeit ist um. Oh, die haben wir noch einen. Ich hoffe, ihr hört's. Das Ton, das Piepen. So, aus. Mit diesem Abschied in unser Inventar und auf uns verabschieden wir uns. Tschüss.